Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei NoFax Given Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir was ganz Verrücktes für euch geplant. Es wird richtig lustig, ihr werdet es am Titel schon gelesen haben. Wir werden Reifen-Stretch Extrem bzw. Tire-Stretch Extrem machen. Und zwar haben wir hier ein Notrad mit einem, jetzt pass auf, ein 115-90 R16. Das Ganze von einem E36, ein Notrad. Und hier haben wir eine 7,5er Felge. Und da wird dieser Reifen drauf kommen. Also ihr seht einen dezenten Unterschied zwischen diesem Reifen und diesem. So, also wie man sieht, ein ganz dezenter Unterschied zwischen diesen beiden Rädern. Und somit soll dieser Reifen jetzt hier auf diese Felge drauf. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. So Freunde, wir haben jetzt hier so ein manuelles Reifenumziehgerät. Also aufgezogen haben wir damit noch keine Reifen, aber viele Reifen haben wir damit schon abgezogen. Funktioniert einwandfrei, halt mit Manpower. Eine hydraulische Anlage haben wir derzeit leider nicht zur Verfügung. Schön wäre es, aber aktuell leider noch nicht. Wird aber noch früh genug kommen. Wir werden jetzt erstmal hiermit vorliegen. Ich hoffe, dass wir den Reifen auch irgendwie da wieder drauf bekommen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Wir lassen erstmal die Luft ab. Wir haben hier unser Universalwerkzeug und damit kann man quasi an dem Gerät komplett arbeiten. Passt. Also erstmal Seife, damit wir natürlich diesen Reifen nicht kaputt machen. Besser als das dicke Ding. Ja, jetzt klemm das mal da vorne. Ja, warte, ich hab hier was. Jetzt musst du den nur klemmen und ich zieh weiter. Ja. Geh mal mit. Oder geht das? Ja. Oh, das geht ja wie Butter hier. Komm mal. So, klar. So. Halt mal die Felge. Tada. Tatsächlich. Das ging ja entspannt. Ja, übelst, ehrlich. Easy. Also, nichts für schöne Felgen auf jeden Fall. Jetzt ziehe ich hier auf jeden Fall den Lack runter. Aber das ist jetzt hier. Und jetzt? Der Driftfelge. Also Freunde, das hier ist unsere 7,5 x 16 Felge. Und das hier ist unser Reifen, der da drauf soll. Hier seht ihr mal meine Hand, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie breit das Ding ist. Das ist nicht viel. 115 auf 7,5. Ich bin sehr gespannt. Ja, mal gucken, ne? So, auch hier wieder wichtig. Schön Seife benutzen. Felge sowie Reifen natürlich einschmieren damit. Dass er sie ordentlich hinbekommt. So. Ich setze meinen Reifen hier schon mal drauf. Ja, besser. So, jetzt dasselbe nochmal hier ein bisschen mit Seife nochmal zu. Yes! Geil! So Freunde, ihr seht, wir haben ungefähr das Doppelte an Felgen, was wir an Reifen haben. Und jetzt probieren wir mal diesen Reifen drauf zu bekommen. Es wird abenteuerlich. Wir haben jetzt unsere Druckluftpistole hier schon angebracht. Wenn wir jetzt diesen Fahrradschlauch hier um den Reifen rumwickeln. Das ist jetzt ein 16er auf einer 16 Zoll Felge. Normalerweise ist es mal gut, wenn ihr 1 Zoll kleiner seid. Dann ist er auf jeden Fall auf Spannung. Entwickelt ihr hier so um euren Reifen.
Ist jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt für die Straße geeignet, die ganze Nummer, die wir jetzt hier machen. Das soll ja auch nicht für die Straße sein. Das ist jetzt nur für wissenschaftliche Zwecke quasi. So, das sollte eigentlich schon reichen. Und im Prinzip benutzt ihr das nur, um eure Lücke zu schließen, eure Luftlücke, die sich jetzt hier quasi entsteht durch den Stretch. Also ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass das Ventil außen und oben sitzt. So. Und jetzt könnt ihr den Reifen, das klappt auch nicht immer beim ersten Mal, halb in den Reifen stecken und halb rausgucken lassen. Ja, hier hinten ist er schon fast drin. Ne? Ja, haben wir auch. Hier vorne darf er nicht rein. Ne? Mach weiter, mach weiter. Ja, zieh durch. So, jetzt müsste er gleich hinten rauf springen. Ja, sehr gut. Hinten ist noch da, pass auf das Ventil auf. Mach weiter. So, jetzt springt er gleich unten drauf. Wenn ich richtig liege. Sobald er unten drauf gesprungen ist, können wir hier oben das Ventil rausziehen. Jawohl, unten ist er drauf. So Freunde, jetzt müsst ihr hier euer Ventil entfernen. Ich ziehe nochmal ein Stück weiter. Ne? Genau, drückt mal euch. Und ihr zieht jetzt hier das Ventil mit Gewalt raus. So, der Fahrradschlauch ist quasi schon verschwunden. Drück weiter, drück weiter. Der Fahrradschlauch steckt jetzt natürlich hier im Reifen drin. Aber dafür habt ihr selber Stretch zu Hause gemacht, ohne großen Aufwand. Wenn es euch nicht stört, für den Straßenverkehr ist nicht unbedingt zu empfehlen. Also Freunde, der Reifen ist auf jeden Fall drauf, aber wir haben leider ein Loch. Ja, der Reifen ist drauf, aber dadurch, dass der Schlauch sich ein bisschen verzogen hat, hat er hier an einer Stelle jetzt ein kleines Loch. Guck mal, da siehst du auch, wo der Schlauch sich verzogen hat. Ja, ist ätzend. Ja. So Freunde, das ist Tire Stretch Extrem. Wir haben jetzt leider noch nicht ganz perfekt, weil wir haben ein leichtes Loch, weil der Schlauch hier leider noch ein bisschen steckt, aber... Kommt gut, ehrlich, kommt richtig gut. Tja, sitzt würde ich jetzt mal sagen, ne? Oder nicht? Ja, aber wir haben jetzt hier ungefähr 4,5 Bar drauf, würde ich jetzt schätzen, ne? Oh, 12. Also ein 115er auf einer 7,5er, es geht. Das Loch scheint sich auch ein bisschen geschlossen zu haben. Probefahrt, Mann, ehrlich. Sieht das dämlich aus? Das sieht so bescheuert aus. Ganz ehrlich. Sieht das bescheuert aus? So, Freunde, also hier nochmal zum Vergleich. Die 3B-Felge, ich weiß nicht genau, was für eine Breite das sein soll, gegenüber der 7,5er-Felge mit dem 115er Reifen. Es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es bewiesen. Das Ganze werden wir jetzt natürlich gleich noch auf dem Fahrzeug testen und wie sich das Ganze fahren lässt. Macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst den ganzen Daumen nach oben da. Dann werden wir das Ganze nochmal mit einer 17 Zoll Felge machen und das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wir haben hier ein 125, 80, 17, also 10 weiter in der Breite, 10% Querschnitt weniger. Und das Ganze werden wir dann auf eine 8,5 Felge ziehen, 8,5 mal 17. Wenn ihr das sehen wollt, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall kommentieren, was ihr davon haltet. So, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir schmeißen das Ding mal aufs Auto und drehen mal eine Runde und gucken mal, wie sich das Ganze verhält. Los geht's! Gerade so. So Freunde, da das Ganze natürlich noch nicht doof genug ist, wenn man Stretch fährt, dann muss man das Ganze natürlich auch auf Fitment fahren, ist klar. Deswegen haben wir hier noch eine 20er Spurplatte und die werden wir da gleich mal mit drauf schmeißen und darauf dann das Rad. Ich bin sehr gespannt. Ach Quatsch. Das ist sogar... Wir haben jetzt quasi schon fast alles fertig. Also wir haben Fitment durch die Spurplatten, also Fitment, wir haben den natürlich jetzt nicht tiefer gelegt. Wir haben Stretch und wir haben Alufelgen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, um natürlich im Stance Game mitspielen zu können,
ist natürlich Reifenglanz, damit das Ganze auch ordentlich aussieht. Jetzt tragen wir das hier nochmal schnell auf. Ja, auch hier, viel hilft viel. Das Tuch muss natürlich auch so fusseln. Genau. Nicht den originalen Schwamm nehmen, der damit gegeben wird. Genau, ich gebe dir am besten noch mehr Fusseltuch. Wollt ihr auch, dass eure Stretchkante schön zur Geltung kommt. Der Reifen glänzt, sieht aus wie neu, richtig klasse. Und ich würde sagen, besser kann es gar nicht werden. Lass das Fahrzeug mal ab. Er steht. Das sieht sowas von albern aus. Also ihr habt hier wirklich viel Federweg. Absolut sicher. Wenn ihr das Ganze auf einer 8,5er 17 Zoll Felge sehen wollt, wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir gehen über zur Probefahrt, oder? Ich bin mega gespannt, ehrlich. Übrigens, dieses Fahrzeug ist ein 318 TDS. Diesel. Den sehen lassen. Die ersten Hügel hier. Aber so vom Fahrverhalten ist okay, ne? Ich find's gar nicht mal so schlimm, ehrlich. Also so gut, wir fahren jetzt 30. Ja, noch. Bis 30 geht's auf jeden Fall. Ja, okay, aber du bist ja auch ein bisschen mehr dran gewöhnt an dein Auto. So. Merkst du irgendwelche Unterschiede? Geradeaus höher auf jeden Fall. Höher? Ja, recht, ja, hinten also rechts, rechts höher. Ist auf jeden Fall höher. Ja, da spürt man schon. Dass da gefühlt 80 Bar drauf sind, aber ne? Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal einfach. Ich weiß nicht, also. Nee, wir machen zwei gleiche und dann machen wir erstmal einen saftigen Burnout, Alter. Ja, jetzt fahren wir 50. Eine Geschwindigkeit, bei der ein Aufprall gegen ein stehendes Objekt tödlich sein kann. Ja, sehr, sehr gut. Der Reifen sitzt. Wahnsinn, ehrlich. Richtig, richtig geil. Also Freunde, soweit hält der Reifen wirklich, wirklich gut. Ich würde sagen, auf jeden Fall alltagstauglich. Jetzt werden wir gleich nochmal gucken, wie sich das Ganze im Extremfall verhält. Ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir fahren auf der Felge nach Hause. Ich glaube, wir fahren auf der Felge nach Hause. Glaubt ihr das auch? Ich glaube nicht. 115er auf 7,5er Felge. Mit 4,5 Bar. Wird das halten? Das sieht wirklich lustig aus. Ich habe keine Lust, außen zu stehen. Läuft doch, jawohl! Und der Reifen ist auch noch. Der Reifen ist einfach. Also, das Profil sieht auch wirklich gut aus von dem Reifen, muss ich sagen. Also, der macht das echt mit. Der Reifen sieht auch gut aus. Jetzt sieht man auch mal die Lauffläche ein bisschen besser.
Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann werden wir auf jeden Fall das gleiche Video nochmal machen mit 17 Zoll und auf jeden Fall einer noch viel breiteren Felge. Ich gehe da so Richtung 8,5, 9,5, irgendwie sowas in dem Dreh. Es wird richtig witzig und dann machen wir auch noch ganz andere Sachen damit. Testen das Rad wirklich auf Herz und Nieren, beziehungsweise die Radreifenkombination. Wenn ihr darauf Bock habt, also den Like-Button auf jeden Fall zerstören. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wie immer. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserem Online-Shop. Da findet ihr super Aufkleber. Caps sind auch bald am Start und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.